nicht so von man kann dies, man kann das machen erzählt, sondern wenn du einfach so von dir selbst, von deinen Erfahrungen erzählst. Heute bei Eine Stimme Christoph Wiegand. Als Weekend hat er mehr als 155.000 Fans auf Facebook und Views auf YouTube. Sag eine Zahl. Keine Ahnung. Gibt es ein Politikthema, das dich im Moment beschäftigt, von dem du denkst, da muss dringend was geschehen, sich verändern? Ein Politikthema vielleicht nicht direkt, was mich so im Alltag beschäftigt, aber ich bin ja Sozialarbeiter und deswegen sehr viel unterwegs, habe sehr viel Kontakt auch zu so einer Schicht einfach, die man so gar nicht mitkriegt. Also es war für mich ein bisschen krass, als ich so in dem Job eingestiegen bin. Da habe ich halt Leute gesehen, wo ich vorher nicht wahrgenommen habe, dass die so viele Leute da sind, die wirklich auch teilweise sehr wenig das Haus verlassen, viel nur Fernsehen gucken, die, glaube ich, sich auch nicht viel Gedanken darüber machen, ob es ihnen gerade gut oder schlecht geht, aber wenn sie es tun würden, würden sie wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass es ihnen nicht so gut geht. Also warum ist das so? Ich glaube halt einfach, dass es so ein Teufelskreis ist. Also wir kriegen das ganz oft mit, dass man in bestimmte Familien oder Verhältnisse einfach reingeboren wird und dann auch da bleibt. Also es ist sehr schwer, so einen Kreis zu durchbrechen. Und wenn man vorgelebt bekommt, morgens stehen wir auf, wenn wir wach werden und dann gucken wir mal, ob noch Trost da ist. Und vorher haben wir noch RTL 2 angemacht und dann gucken wir mal, was da den ganzen Tag läuft. Und abends gehen wir halt ins Bett, wenn wir müde sind und es ist keine Tagesstruktur da und nichts. Dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, da irgendwie so höhere Wünsche rauszuformulieren. Klar. Für sich. Ja. Was glaubst du denn, was könnte die oder müsste vielleicht auch die Politik machen, damit da mehr Gleichheit und mehr Chancengerechtigkeit tatsächlich stattfinden kann? Ich finde, es ist sehr einfach, da zu sagen, Anreize schaffen und die Leute motivieren. Das sagen ja auch und so, alle immer so, Bildungschancen erhöhen. Aber ich sitze ja jeden Tag mit den Leuten da und motiviere die mal. Also das ist sehr schwierig, denen auch irgendwie nahe zu bringen, so was vielleicht für sie besser wäre, weil sie es halt einfach nicht wahrnehmen. Und das ist eine Schwierigkeit, mit der ich mich auseinandersetze. Und wenn man dann wirklich so diese Themen hat mit zu wenig Geld und da werden Stellen gestrichen und es gibt immer weniger Sozialarbeiter, die für bestimmte Sachen da sind. Man müsste Riesengelder auf jeden Fall, glaube ich, aufwenden. Kannst du denn als Sozialarbeiter an deinen Lebensumständen überhaupt was verändern? An meinen eigenen? Nee, an den Lebensumständen der Leute, mit denen du dann zusammenarbeitest. Ja, punktuell natürlich. Es ist aber Sisyphus-Arbeit und man muss lernen, sich mit ganz kleinen Erfolgen auch zufrieden zu geben. Sag mal, was ist so ein kleiner Erfolg zum Beispiel? Wenn Mutter XY ihre Tochter dann jeden Tag in den Kindergarten bringt und das Kind dann dort irgendwie so die Förderung bekommt, die man im Kindergarten kriegt, die es aber zu Hause nicht gibt. Also alleine so das Miteinander sprechen und spielen und sowas. Viele Familien sehen ja einfach nicht, dass das halt wichtig ist. Mhm. So. Du kannst, glaube ich, bei erwachsenen Leuten relativ wenig reißen. Da ist so viel eingerissen, einfach an Mechanismen, so, die drin sind, dass es schwierig ist. Bei Kindern ist es aber so, du kannst da noch sehr, sehr, sehr viel einfach machen. Und gerade wenn die mal irgendwie bei einer Gruppe mitmachen und lernen, ey, das macht mir Spaß, und dann zu ihren Eltern rennen und sagen, ey, da waren wir doch im Zoo, können wir vielleicht nächste Woche auch mal in den Zoo gehen? Und die Mama sagt, ja, warum denn eigentlich nicht, aber wäre von selbst nicht auf die Idee gekommen, dann ist das halt irgendwo ein Erfolg und dann freue ich mich auch für die Kinder, wenn die halt die Möglichkeit haben. Ich würde diese Regelung abschaffen. Wie heißt das? Das heißt Betreuungsgeld. Das Betreuungsgeld, ne? Für die Kinder, die nicht in die Kita gehen. Das ist halt was, wo wir halt richtig dran zu knacken haben. So, du gehst zu den Familien und sagst, ey, jetzt schick das Kind in die Kita. Mach es irgendwie, damit das Kind irgendwas tut. Und dann gibt es diese Herdprämie. Dann stehen wir da und dann geben die denen Geld dafür, dass sie es nicht tun. Ja. Also es ist halt einfach so großer Quatsch. So, das schadet halt den Kindern. So, die kommen in die Schule und teilweise werden ja Kinder, so, die lernen wirklich Deutsch im Kindergarten. Sollen die Deutsch in der ersten Klasse lernen? Also ja. Das bringt nichts. Also Betreuungsgeld bleibt. Nee, das ist ganz großer Mist. Was sind die Punkte, bei denen du sagst, okay, das ist für mich wichtig, das entscheidet für mich die Wahl? Gewinnt der deine Stimme, der am lautesten Bildung und Chancengleichheit ruft? Ja, im Endeffekt glaube ich schon, weil ich da halt dann so viel auf der Arbeit mit konfrontiert bin. Also so Umweltfragen und sowas, das ist halt auch wichtig, aber das greift in mein Leben nicht so krass ein. Mhm. Wenn jetzt die große Flutwelle bald kommt, dann werde ich mir wahrscheinlich in den Arsch beißen und denken, hätte ich mal dafür gesorgt, dass unsere Eisberge nicht schmelzen. Ich wähle eher so aus einem Pflichtgefühl. Ich habe auch nicht das Gefühl, krass viel zu verändern. Also ich tue es, aber ich merke nicht, dass ich dadurch... Das kommt nicht zurück, sozusagen. Nee, nicht so wirklich.
Danke, dass du da warst. Das war Christoph. Sehr Weekend gerne. Bei Eine Stimme. Bis zum nächsten Mal. Okay.